Ich habe jetzt hier, freue ich mich ganz besonders, euch den nächsten Bauarbeiter ankündigen zu können, weil heute ist er hier als Bauarbeiter. Günther Weiklein arbeitet schon seit 20 Jahren an der Baustelle Legalisierung und ich glaube, der zweifelt, wie so einige heute auf der Bühne, ein wenig an der Umsetzbarkeit dessen, was uns in den letzten Monaten so präsentiert wurde. Und deswegen hat der Günther Weiklein heute gedacht, okay, ich mache jetzt hier mal den Weedpolier und sagt der Ampel mal, wie man diese Baustelle Cannabis-Legalisierung besser bearbeiten kann. Deswegen gebe ich das Mikrofon an den altverdienten Cannabis-Polier Günther Weiklein ab. Willkommen, Günther. Die Legalisierung von Cannabis, weswegen wir heute hier sind, hat noch nicht stattgefunden. Deswegen sind wir ja hier. Deswegen bin ich wieder mal, nicht zum ersten Mal, aber auch heute wieder hier, weil das, was uns jetzt vor 2 Jahren versprochen wurde, in einem Koalitionsvertrag, ist immer noch nicht umgesetzt. Nach wie vor, meine Vorredner jetzt haben eigentlich schon alles gesagt, Cannabis ist nach wie vor illegal, es hat sich nichts geändert. Ich werde demnächst 59, was ich die letzten Jahrzehnte erleben durfte als Cannabispatient seit 2009, ist eben meine Erfahrung ist, dass sich nicht viel bewegt hat bis heute. Was sich bewegt hat bisher, ist immer nur das, was ich jetzt in meinem Fall mit Patienten vor Gericht erstritten habe. Dann ging etwas vorwärts, wo 2014 und dann später 2016 2 Patienten vor dem Oberlandesgericht waren, standen, hatten diese 2 Personen eine Genehmigung zum Eigenanbau auf Papier, schriftlich, das, was das demnächst kommen soll, hatten wir bereits. Aber die Regierung hat es damals auch geschafft, innerhalb von kürzester Zeit das intern sogenannte Eigenanbauverhinderungsgesetz geschaffen, was dann letztendlich 2017 auch in Kraft getreten ist. Das ging sehr schnell damals. Jetzt aktuell sind 2 Jahre vergangen, wo die aktuelle Regierung uns verspricht, Cannabis zu legalisieren. Aber es ist noch nicht so weit. Ich bin kein Pessimist und verliere die Hoffnung auch nicht. Aber ich bin jetzt alt genug, ich habe jetzt 2 Mal in meiner Lebenszeit diese Wellen erlebt, wo wir davor standen, Cannabis zu legalisieren. So weit, wie wir jetzt heute sind, waren wir noch nicht gewesen. Wir an diesem Punkt, wo wir jetzt sind, waren wir noch nicht. Aber Cannabis ist nach wie vor verboten. In zwei Jahren hängen wieder die Wahlplakate. Und ich möchte nicht, dass ich in 2 Jahren auf Wahlplakaten lesen werde, Cannabis legalisieren, jetzt erst recht oder irgendwie was. Ich möchte, dass es zügig vorangeht, dass diese Pflanze, wo vor 100 Jahren noch nicht der Rede wert war, überhaupt derartige Diskussionen zu führen, wo diese Pflanze noch gar nicht verboten war. Die Legalisierung, die jetzt vielleicht hoffentlich irgendwann kommen soll, ist für mich schon gar keine Legalisierung mehr. Das ist jetzt eine Regulierung, die wir jetzt haben. Eine Legalisierung ist für mich die Freigabe der Pflanze, den Zustand wiederherzustellen, wie er vorher einmal war. Oder zumindest, was ist mit der Entkriminalisierung? Was ist damit, was eigentlich, ich bin kein Fachmann nicht, aber was eigentlich innerhalb kürzester Zeit machbar wäre. Noch nicht mal die Entkriminalisierung haben wir besetzt.
Deswegen nochmal, bin ich heute hier, seid ihr heute hier. Am liebsten würde ich jetzt runtergehen und jedem Einzelnen die Hand geben dafür, dass ihr heute hier seid. Aber wir müssen mehr werden, wir müssen Druck machen, wir müssen weiterhin das einfordern, was wir wollen. Die Legalisierung und die Freigabe von Cannabis, von Hanf. Danke.